Hallo, hallo meine Lieben, hier ist wieder euer einer Harry. Servus, grüß euch und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und soll es Akku rein glücklich sein, dass der Harry, heute geht es auch um ein Akkugerät, aber nicht um ein Einteilgerät, es geht wieder um einen Staubsauger. Um den neuen Ultenic FS1. Warum ist der bei mir? Aus dem Grund, ihr werdet ja sagen jetzt, wie viel Staubsauger braucht denn der nur? Jetzt hat er schon den und den und den. Ich habe ja schon ein paar Staubsauger getestet, die sind ja in meinem Kanal da drin. Und ich habe ja unter anderem auch schon Dyson mir gekauft und habe ihn getestet und habe den auch getestet gegen den Einheitsstielstaubsauger. Und da habe ich auch ein Video dazu gemacht, was ich davon halte, was ist der Unterschied, was halte ich davon und welchen nehme ich lieber, welcher ist für mich besser, welcher gefällt mir besser. Da habe ich ein Video gemacht, das wo ganz gut geklickt wird und gut ankommt und es freut mich auch. Und jetzt haben wir uns den Ultenic gekauft, der ist neu auf dem Markt. Und zwar aus dem Grund, der hat eine Station, wo du den einstellst und wo dir praktisch selber der Dreck absaugt. Er ist aber nicht für mich, weil ich bin eigentlich mit meinem Einheit sauber super zufrieden. Hab zwar auch den Dyson dann dabei, aber der Einheit steht immer im Wohnzimmer parat. Es ist einfach so. Und den hab ich mir gekauft, weil der Sohn auch einen Staubsauger braucht, haben wir uns den gekauft. Bei dem sehr stört, also einen billigen Hund für 40, 45 Euro, habe ich auch gehabt. Aber es ist halt, wenn dann halt Eigenheit gewöhnt bist, jetzt schauen wir mal. Und das Coole ist halt das mit der Station, denke ich mal. Aber das schauen wir uns an, das probieren wir aus. Ich werde dazu natürlich auch noch mit einem Testvideo machen. Ich werde dann vielleicht auch mal einen Vergleichstest machen von alle drei, denke ich mal. Und vor allem für den Dyson. So, schauen wir mal, jetzt haben wir erstmal zum Staubsauger selber. Ultenic FS1 kostet momentan ungefähr um die 400 Euro, knapp 400 Euro. Du kriegst aber einen 50-Euro-Coupon, wenn du ihn kaufst. Ich verlinke euch natürlich den Staubsauger unten in der Videobeschreibung. Akkulaufzeit wäre 60 Minuten. Wenn du einen Wechselakku hättest, wäre es natürlich doppelt so lang, ist klar. Ich weiß jetzt nicht, ob man hier dabei ist, habe ich mich gar nicht schlau gemacht, ganz ehrlich gesagt. Das ist ein Akku sauber mit der selbstreinigenden Absaugstation, praktisch eine Lade-Absaugstation. Das ist extra gut für Allergiker, weil ihr wisst selber, wenn sie den Staubsauger so immer sauber macht und aufmacht, den Deckel, es staubt halt doch. Und ich muss mir das anschauen, wie es genau funktioniert. Die Absaugstation hat 3 Liter Fassungsvermögen, das ist relativ gut, das ist relativ groß. Ich glaube, da musst du die nicht vielleicht einmal in der Woche sauber oder alle 2 Wochen, ich weiß es nicht. Alle 3 Monate, alle einmal im Monat. Du hast 4 Saugstufen, die stärkste hat ca. 30 kPa. Die Saugstufen wären Auto, niedrig, hoch und stark. Es ist sehr viel Zubehör dabei. Es ist ein 5-Schicht-Filtersystem. Das ist perfekt, praktisch bei Haustieren ist es geeignet, bei Haustieren, Katzen, Hunde, Papageien. oder für Allergiker geeignet, hat ein LED-Touchscreen mit Batterieleistung und Fehleranzeige und hat 2 Jahre Garantie. Wenn wir uns den Staubsauger aufmachen, dann kommt der so zu uns. Da ist erstens mal da oben so ein Zettel. Quick Start Guide, Installationsbatterie. Das alles zusammen zum Bauen. Hier die Ladestation, Charging, Long Press to Collect Duster. Da kannst du den Ding nur sauber machen. Da machst du die Ladestation sauber, die Rolle kannst du rausmachen, also alles extra. Eine mega Bedienungsanleitung dabei, die ist nicht in Deutsch. Das nächste ist dann so, hier, das da. Und dann machen wir uns das mal auf. Ich finde es immer mega, wie die das planen müssen, dass das überhaupt funktioniert, dass du da das Zeug sauber verschicken kannst und das auch ganz ankommt. So, da machen wir mal was drin. Das schauen wir uns an. Hier ist drin der Motorkopf, so wie es ausschaut. Mal zeigen. Das ist jetzt der Motorkopf. So schaut der aus. Wenn es so sauber bleibt, halt immer, gell? Da kannst du es öffnen. Das kannst du rausmachen.
Da ist noch ein Filter drin. So schaut das Ganze aus. Da ist hier zum Zusammendrücken was. Das ist praktisch das 5-fach-Filtersystem. Hier geht der Dreck rein, da kommt er praktisch da rein. Und dann geht er da durch. Es ist eine relativ große Öffnung. Da ist eine Gummile außenrum. Es ist eine relativ große Öffnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo dann hier reinmündet. Also du kannst jetzt hier maximal einsaugen, einen Zentimeter. Es ist natürlich so, wenn du jetzt, mir ist das Arsch passiert, ich habe ein Blatt eingesaugt, aber du kommst schon bei dem Dyson super hin, dass du es wieder rausmachst. Zum Neimachen brauchst du es so da drauf, dass hier deiner Zapfen. Und dann hat es mir halt das Blatt eingezogen, zack und fest ist er. Da steht auch dran, maximal vom Dreck her, wenn dann praktisch, da, maximal. Und hier kannst du das Ganze theoretisch aufmachen. Das ist hier. Hier ist noch mehr Filter. Da sind Filter drin ohne Ende. Da kommt wahrscheinlich das, die Luft raus und wird auch nicht mehr, also in einen richtig krassen Filter gefiltert. Ein richtig guter Filter, wirklich. Wird da gefiltert. Das finde ich geil. Das finde ich echt genial. Und da kommt der Akku drauf. Denke ich, oder? Also das finde ich genial. Ehrlich. Finde ich cool. So, dann haben wir als nächstes. Ich glaube, ich muss das da mal runter tun. Und nachher wegräumen, sonst wird das zu viel. Als nächstes haben wir die Bodenfüße. Füße, Boden, Boden, Boden. Ja. Hier hast du auch wie beim Dyson diesen scharfen Dinger, wo die die Haare wegschneiden. Weißt? Die schneiden dir die Haare weg, so dass die Bürste sauber bleibt von den Haaren. Das ist wirklich so. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das wäre cool beim Einhell gewesen, wenn auch sowas dran gewesen wäre. Weil die Idee ist total easy einfach. Einfach die Dinger reinmachen und das dreht sich und dann schneidest du die Haare ab. Das finde ich schon cool. Die Räder sind wirklich Gummi. Bisschen gummig, ja. Also es fühlt sich sauber an. Und du kannst hier ganz easy einfach die Dinge rausmachen, wenn du da praktisch so hergehst. Dann kannst du die Bürste rausmachen. Ganz easy einfach so. Siehst du? Ganz easy geht das. Einfach hier runterziehen, das Ding da weg und schon ist die Bürste draußen zum sauber machen. Das ist auch sehr gut gelöst, muss ich sagen. So, dann kommt das nächste drum. Ja, dass der Akku rauskommt oder irgendwie so, denke ich. Oder Zubehör. Oder Kabel. Oder mehr was. Oder Akku und Kabel. So. Also, einmal der Akku. Akku. mAh, 74 Wattstunden. 34 Volt, 29,6 Volt Nominalvoltage. Made in China. Was heißt da Open? Da ist das Ding zum Rausmachen vom Akku, denke ich mal. Schauen wir uns das mal an. Also, er muss so her und dann einraschen. Und zum Rausmachen muss ich hier wieder drücken, nach oben ziehen und dann kannst du wieder abnehmen. Also einmal hier, drin ist er. Da müsste theoretisch jetzt schon funktionieren, oder?
Der Akku ist ganz voll. Auto. Ah, der ist nicht voll, der geht gleich aus, schau. 3. Wenn ich den ausschalte auf die höchste Stufe, dann geht er sofort aus. Nee. Jetzt schau her. Jetzt zeigt den Fehler an, weil wir noch alles hinbaut haben. Da schaltest du ein. Schwach. Auto. Also du kannst den praktisch, das ist der Aus- und Einschalter. Das ist der Aus- und Einschalter und hier kannst du ihn verstellen. Puh, das ist jetzt so eine Sache, wo ich jetzt nicht weiß, ob mir das gefällt oder nicht, ganz ehrlich gesagt. Weil ich habe halt bei allen, ihr wisst ja selber, beim Einheil wisst ihr selber, hier, schalten oder den Dyson, den schalte ich ein und gut, das ist okay. Und hier muss jetzt hier einschalten, dann ist er aber schon an. Und dann muss ich ihn hier verstellen. Und da schalte ich ihn dann wieder aus. Also das muss ich jetzt sagen, da bin ich jetzt froh, dass es nicht meine ist, weil das darf mir wahrscheinlich nerven, weil das nervt mir jetzt schon. Das sind jetzt so Sachen, weiß ich nicht. Okay, dann haben wir dabei das Kabel für die Ladestation und dann haben wir dabei die Ladeabsaugstation. Die haben wir gezeigt da drin. Aber wisst ihr, ich verschredde das alles. Das wird alles Verpackungsmaterial. Da ist auch noch was drin. Das ist da weg. So, du kommst jetzt zum Harry. Jetzt auch. Da ist auch noch was drin. Da musst du echt aufpassen, dass du nicht irgendwas vergisst. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Also, hier haben wir diese Station. Hier haben wir die Station. Und die Station selber wieder. Die ist mit Gummi ausgestattet, also das steht sauber und rutschfest. Ja, so. Sauber und rutschfest. Dann haben wir hier schon mal was, wo wir aufmachen können. Dann können wir das praktisch aufmachen und können hier den Beutel entnehmen. Und das ist das Beutele, wo 3 Liter haben soll. Ja. Also das ist einfach easy da drin. Der Vorteil wird jetzt sein, du musst das Ding nicht immer entleeren. Der Nachteil wird jetzt sein, du musst das da immer schauen, ob Ersatzbeutel dabei sind. Das schiebst du da rein, das ist ja sauber rein. Und machst das wieder drauf. Da steht auch droben. Also das ist sehr stabil gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist sehr stabil gemacht. Jetzt schauen wir mal, was da noch drin ist. Da ist das Saugrohr drin.
Da ist das Saugrohr drin und da glaube ich, ist an dem Vorteil an dem Saugrohr das, dass es ausziehbar ist. Das vermisse ich ein bisschen am Dyson, muss ich ganz ehrlich sagen, und auch am Einhell. Das Eis, mehr oder weniger Kunststoff. Soweit sauber verarbeitet, dann müssen wir da drauf. Da unten ist so rum. Also einfach hier so runter, sauber da in die Ritzen rein. Und dann ist das Ganze auch easy einfach zum Bestellen. Das finde ich cool. Und du könntest natürlich auch jetzt hier das entleeren, obwohl das dran ist. Das finde ich auch nicht schlecht, ganz ehrlich gesagt. Die Räder finde ich optimal, was dran sind. So. Jetzt schau, jetzt drücke ich schon, will ihn einschalten. Und was sehen wir schon? LED-Licht. Also der Schalter da oben. Der Schalter da oben, den finde ich ein bisschen verkehrt anbracht, ganz ehrlich gesagt. Finde ich ein bisschen verkehrt anbracht, weil es ist natürlich auch Gewohnheitssache. Es ist wirklich Gewohnheitssache, das Ganze. So, jetzt muss ich mal schauen, wo eigentlich der Lade stecke. Da kommt der Akku rein. Da hat der auch einen Anschluss, der Akku. Hier. Und dann tust du den praktisch her, nimmst den da. Das probieren wir jetzt gleich mal aus. Du nimmst den musst du natürlich einen Strom anstecken, ist klar, sonst ladet er ja nicht. Das Ding ist echt hochwertig, muss ich wirklich sagen. Und dann geht er da. Nee, dann musst du so her. So musst du her. Nee, oder? Jetzt muss ich wirklich schauen. Also was haben wir da an Dings? Hier ist die Ladestation. Da unten steckst du ein. Und dann steckst du da oben drauf. Ah ja, schau, da hat er die Anschlüsse zum Laden. Und du könntest aber den Akku auch noch extra laden. Der hat auch noch einen Anschluss da unten. Also das heißt praktisch, wir müssen dann so einstecken, so neidern. Und schon ist er drin zum Laden. Hier hast du noch den Anschluss. So. Strom haben wir da. Und dann steckst du da ein und latschen. Zeigt er das irgendwo an? Ja, das zeigt er an. Hier ladet er, schau. Das werdet ihr jetzt aber nicht sehen, aber es zeigt auf jeden Fall an, dass er ladet. Schauen wir da noch mal. Da ist nämlich die Bedienungsanleitung drin. Hier haben wir die Bedienungsanleitung dabei. Und so ein Spezialgerät zum Reinigen. Und zum wahrscheinlich hier, wo du die Flusen wegmachen kannst. Da kannst du unten durchfahren und kannst deine Haare abschneiden, falls welche drin hängen bleiben. Das finde ich auch nicht schlecht, dass das dabei ist. Da kannst du deine Garantie registrieren, ist dabei. Und die Bedienungsanleiter, User Manuell. Schauen wir mal, Prodotto, Produkti, Produktverwendung. Also sind auch die deutsche Sprache dabei, ist auch die deutsche Sprache dabei, kein Thema, das muss ich mal noch durchlesen, oder besser gesagt mein Sohn, der muss sich das durchlesen und wir werden das dann auch sehen,
wie das funktioniert mit dem Entleeren. Es sind auf jeden Fall, sind hier noch zwei so Säcke dabei, Auffangsäcke. Es ist aber so, dass ihr seht schon, das Schwarze ist fest dran. Das Schwarze ist fest dran. Ich habe mir jetzt gedacht, vielleicht kannst du es irgendwie austauschen, aber das ist jetzt, ich sage jetzt mal, zum Wegschmeißen. Also wenn man jetzt so, wie heißt das immer? Keine Ahnung, also wenn ich den nehmen würde, bei mir, meine Papageien, die machen ja doch schon ziemlich Dreck. Und ich sehe dann immer, wie viel in den Dyson da drin ist und das wird jetzt alles da reingehen. Dann wird es bei mir wahrscheinlich in einer Woche voll sein oder vielleicht in zwei, ich weiß es nicht. Hier habt ihr so ein Ersatzfelder dabei, dann ist hier eine Düse dabei. Die machen wir raus. Haben wir Düse dabei, dann haben wir eine Fugendüse dabei, die Felder. Also vom Zubehör ist echt viel dabei, muss ich wirklich sagen. Ob das von den Filtern so, von den Ressourcen so okay ist, dass die da dieses Plastik drauf haben, das wo du dann nicht wegschmeißt, das finde ich ein bisschen, ist nicht zeitgemäß, ganz ehrlich gesagt, das ist nicht zeitgemäß. Ich habe gedacht, das ist halt sau cool mit dieser Auffangstation. Das finde ich wirklich sau cool. Das ist, aber ich denke, du kannst den Akku schauen. Ich habe noch was entdeckt. Das zeige ich euch schnell. Aha, schau, der hat schon aufgemacht. Guck, der hat schon aufgemacht. Das macht er dann auf und dann fällt es dann rein. Okay. Ja, sobald der rein machst, geht er auf. Schau. Siehst du das? Der geht da rein, da ist oben was dran, der drückt den Schalter und dann geht der auf und entleert jedes Mal, wenn du den rein machst. Aber du könntest jetzt auch eins machen. Du kannst den Akku praktisch jetzt extra hier laden, deswegen hat der Akku auch. Hier ist nochmal extra für einen zweiten Akku. Moment. Ich stecke das schon aus. Hier ist extra für einen zweiten Akku noch. Kannst du einen zweiten Akku reinholen. Da wäre es natürlich cool gewesen, weil das Teil kostet knapp 400 Euro. Da wäre es natürlich echt cool gewesen, wenn der zweite dabei gewesen wäre. Weil dann hast du die doppelte Zeit, wo du arbeiten kannst damit. Das wäre natürlich schon extrem cool gewesen, ganz ehrlich gesagt. Ja. Okay, okay. Also, wir haben ihn auspackt, wir haben ihn zusammengebaut, wir haben ihn uns angeschaut, ihr wart dabei. Ich habe euch ganz genau gesagt, was mir nicht passt, was mir nicht gefällt. Es ist natürlich so, wenn ich mir die Geräte auswähle, ich schaue da gar nicht so. Ihr müsst vielleicht mir angewöhnen, genauer zum Schauen, ganz ehrlich gesagt. Weil gerade jetzt mit dem Griff da, okay, ich will mal gucken, was mein Bruder sagt und seine Frau, was der sagt, wie er das findet, was ich da wieder gekauft habe. Ja, mein. Der Harry schaut immer auf die Optik. Ist wie bei dir Auto, da schaust du auf die Optik. Okay, manche Sachen wisst ihr selber. Es kommt demnächst auch noch ein Test, wie das Ganze funktioniert, wie er ausschaut. Ich werde euch dann auch berichten, wie sie das macht mit dem Entleerungssystem, ob wir nicht da lieber hergehen und sagen, okay, wir lassen das nicht in die Dinge rein. Ansonsten müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, dass wir diese Säcke irgendwie machen mit Klettverschluss, denke ich mal, weil ich habe keinen Bock, dass ich das immer, also ich denke mal, das immer wegzuschmeißen und dann muss ich ja die Dinger nachkaufen. Und das finde ich, also bei mir ist das so, ein Staubsauger mit einem Beutel ist immer blöd, das mache ich gar nicht, das habe ich keinen Bock mehr drauf, so Beutel nach zum Kaufen und jetzt hast du auch wieder Beutel, das ist natürlich okay. Aber da werden wir eine Lösung finden. Und jetzt sage ich danke, dass ihr dabei wart, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr es wieder ausgehalten habt mit mir und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Akku rein glücklich sein, das ist der Harry und wir warten auf den Test, da seid ihr auch wieder dabei, wie gesagt, Staubsauger ist unten verlinkt, schaut euch das an, wenn ihr Bock drauf habt, aber am besten ein. Also, mach's gut, ciao, servus.